Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Süd August 1943 Die Tage gehen vorbei und wir haben hier die Augustsonne als glühenden Ball am Himmel stehen. Es ist momentan eher ein Spießrutenlauf als eine feste Verteidigung. Gerade wenn wir mal einen festen Punkt erreicht haben, stoßen die Roten wieder vorbei und bedrängen die Einheiten in der Flanke dann wieder Gegenstoß, um die Linie wieder zurückzugewinnen, zwei Tage halten, wieder Rückwärtsgang. So geht es schon seit Tagen. Die Optik ist auch noch nicht in Ordnung und trotz des Zielfehlers finde ich nicht immer den richtigen Punkt. Als ob mir die Kanone einen Streich spielen will. Einschießen wäre gut, kommen wir momentan nicht zu und selber justieren können wir nicht. Also erschrecken wir den Iwan momentan nur, und zerstören eher weniger. Der Kommandant weiß um den Umstand und macht mir keine Vorwürfe. Noch zwei Tage und wir sollen herausgelöst werden und zur Werkstatt. Mittlerweile ist viel zerschlagen und einige Sachen im Panzer sind nur zusammengeflickt und halten gerade noch so. Selbst das Turmlook vom Chef geht nicht mehr richtig zu und das MG vom Funker kann nur noch nach links geschenkt werden. Das Schwert ist stumpf, kann man nichts machen. Wir stehen auch deswegen eher auf Sicherung und versuchen mit der Reichweite die Russen zu verscheuchen. Einige T-34 habe ich schon lahm geschossen, aber Volltreffer leider nicht. Das kratzt auch ein wenig an meinem Stolz, auch wenn alle das technische Dilemma verstehen. Die anderen Kompanien stehen im harten Ring mit den Russen. Wir merken, dass die Ausfälle immer mehr werden und auch, dass gute Kameraden im Feuer der feindlichen Panzerkanonen fallen oder schwer verletzt in die Heimat kommen. Endlich werden wir herausgezogen und ich kann mit der Besatzung den Panzer in die Panzerwerkstatt bringen. Die Instandsetzungstruppe hat viel zu tun. Das ewige Verlegen frisst die Fahrzeuge und die Ersatzteillage ist sehr schlecht. Drei Tage soll die Heidi nun überholt werden. Ich spreche mit dem Waffenmeister, dass auch unbedingt eingeschossen werden soll. Er versichert mir, dass sie sich darum kümmern werden. Ich kann, wenn ich will, später auch dabei sein. Das werde ich auf jeden Fall machen. Es dauert auch nicht lange und Fritz ist im Anmarsch. Wie immer gut gelaunt, hat er was zu essen dabei und wir machen uns über die Köstlichkeiten her. Leider konnten wir ihm seine Lieferung nicht besorgen, es hat sich nichts ergeben. Ist schon in Ordnung meint er lachend, wenn es länger dauert, kann er damit gut leben. Als wir so da sitzen und uns unterhalten, rauscht es auch schon heran. Rote Flieger sausen über unsere Köpfe hinweg und lassen ihre Bomben zischend zwischen die Hütten fallen. Schon liegen wir im Staub und hoffen, dass die nicht noch mal werfen. Einige Bomben fallen noch etwas weiter abseits und ganz schnell ist der Spuk wieder vorbei. Wir stehen auf und klopfen uns den Staub aus der Uniform. Saubande. Nicht mal hier hat man seine Ruhe. Am Abend gibt es endlich Post von zu Hause. Drei Briefe von Gudrun, und ich schaue auf die Daten, damit ich diese auch in der richtigen Reihenfolge lesen kann. Sie schreibt viel über die Eltern, Schwiegereltern. Vater ist wohl auf, Schwiegervater auch, über den Betrieb, und dass er bis an die Grenze ausgelastet ist, aber auch, dass immer mehr deutsche Städte von Bomben getroffen werden. Nur gut, dass sie nicht in Hamburg wohnen. In ihrem letzten Brief schreibt mir Gudrun dann, dass ich Vater werde. Ich freue mich und springe auf, laufe zu meinen Kameraden und muss die Neuigkeit gleich erzählen. Wie ein kleiner Junge, der zur Kirmes darf, springe ich durch die Gegend. Ein Sohn oder eine Tochter, ganz egal, Hauptsache gesund. Zum Jahreswechsel soll es wohl soweit sein. Ich hoffe, ich kann dann endlich nach Hause und Frau und Kind in die Arme schließen. Ich habe den Brief gleich mehrere Male gelesen und komme vor Freude nicht in den Schlaf. Am nächsten Morgen muss ich gleich sehen, ob ich Fritz finde. Die Neuigkeit muss ich doch loswerden. Der ist aber nicht zu finden und ich bin später mit meiner Besatzung unterwegs. Auch hier große Freude über den Nachwuchs. Auch der Kommandant freut sich mit mir. Momentan ist diese Besatzung meine Familie. Bis ich wieder woanders eingeteilt werde. Aber das ist in Ordnung, wenn die Heidi wieder vernünftig schießt, ist das alles kein Problem. Ich werde Vater, ich bin trotz aller schweren Schläge der letzten Monate überglücklich und hoffe, dann doch bald nach Hause zu kommen, um meine Gutruhen in die Arme zu schließen. Nun ist aber erstmal der ganz normale Soldatenalltag zu erfüllen. Wir helfen, wo wir können und verbessern unsere Quartiere. Oder stehen Wache mit den Grenadieren. Leichte Flugabwehr haben wir nun endlich auch bekommen, also halten sich die roten Vögel fern von uns. Auch habe ich nun endlich den ersten Tiger aus der Nähe gesehen. Zwei von den dicken Brocken waren aus einer Panzerabteilung herausgelöst und standen auf einer Anhöhe in der Nähe und hielten diese dann zwei Tage. Schwerster Beschuss konnte diese Stahlkolosse nicht zerschlagen. Treffer um Treffer müssen die kassiert haben und trotzdem schlug nichts durch. Die sahen später aus, als ob die von allen Seiten beschossen worden sind. Leider konnte ich mit den Besatzungen nicht sprechen. Die wurden weiter nach hinten dirigiert. Ich konnte aber in Erfahrung bringen, dass wir mit einer Kompanie die Höhe dann übernehmen sollten. Aber nachdem dann einer der Tigerkommandanten unserem Kompaniechef erklärt hat, dass unsere eigenen Panzer dort als Zielscheibe stehen würden und aufgrund der schwachen Panzerung wären unsere Chancen eher schlecht. Daraufhin wurde die Höhe aufgegeben und dem Russen überlassen. Wohl eine weise Entscheidung, ich wäre da nicht gerne raufgefahren. Endlich bekommen wir unseren Panzer wieder und leider war ich beim Einschießen nicht dabei. Aber mir wurde versichert, dass die Optik wieder funktioniert und punktgenau treffen würde. Na dann ist doch wieder alles gut. Unsere Kompanien werden weiterhin aufgefüllt, aber wir sind noch in der Ruhestellung. Der Russe drückt zwar hier und da, hat aber scheinbar sein Pulver hier auch verschossen. Unsere Linien vor uns sind dünn, aber halten. Solange das Wetter mitspielt und wir befahrbare Wege haben, passt es auch noch. Aber man merkt wieder die rote Luftwaffe. Tauchen tagsüber auf, fliegen tief an, feuern und werfen ein paar Bomben und verschwinden wieder. Nachts dann auch Besuch, die zielen aber nicht so genau. Unsere Luftabwehr hat alle Hände voll zu tun und unser Kommandant erzählt, dass wir weitere Flakzüge angefordert haben, da die eigenen nicht ausreichen. Aber die Flak wird wohl momentan überall gebraucht. Den einen Nachmittag bin ich auf dem Weg. Zum provisorischen Küchengebäude, als ich wieder die Flakbellen höre. Nicht stehen bleiben oder in den Himmel schauen, nur fix irgendwo Deckung suchen und unsichtbar machen. Ich werfe mich abseits des Weges in einen Splittergraben und warte ab. Zwei SPW kommen schneller Fahrt auf unseren Ort zu, sicherlich wollen die sich hinter dem Flakschutz verstecken. Aber scheinbar haben die Staubwolken die Flieger jetzt erst auf die wildfahrenden Fahrzeuge aufmerksam gemacht. Schon drehen die Schlachtflieger ein und feuern aus allen Rohren. Der erste Wagen wird getroffen, fährt aber weiter. Der zweite hat weniger Glück. Zwei Bomben fallen und der SPW wird zerrissen. Ich spüre noch den Luftdruck der Explosion und verkrieche mich mit dem Kopf in der Deckung. Das Flakfeuer erstirbt und die Flugzeugmotoren scheinen gen Osten zu verschwinden. Ich wühle mich aus dem Graben und schaue mir das Dilemma an. Der erste Wagen ist noch bis zum ersten Haus gekommen, die Lanzer haben Verwundete und sind schon bei der Versorgung. Ich nehme die Beine in die Hand und laufe auf das qualmende Wrack des Schützenpanzerwagens zu. Schon sehe ich brennende Körper, die neben dem Wrack liegen. Da ist nichts mehr zu machen. Um das Fahrzeug herum liegen mehrere Soldaten, teilweise in einem Stück, teilweise auch zerfetzt, ohne Gliedmaßen oder auch einer ohne Kopf. Schnell schaue ich mich um. Muss mich weiter vom Wrack fernhalten, da die Hitze einem schon zusetzt. Ich hoffe, da ist keine Munition mehr in dem Fahrzeug. Knapp zehn Meter weiter liegt ein Offizier. Der linke Arm ist abgerissen. Er scheint zu atmen. Seine Uniform ist teilweise verbrannt. Ich laufe hin, schaue mich um, ob weitere Hilfe kommt. Das dauert wohl noch. Ich drehe den Oberleutnant um scheint etwas älter zu sein. Das Gesicht dreck und Blut verschmiert, ein Auge hängt aus der Augenhöhle und daneben ein Loch, wo sicherlich ein Splitter eingedrungen ist. Mit dem gesunden Auge schaut er mich an. Er will was sagen, aber das Blut läuft aus dem Mund. Ich lege ihn auf den Rücken und sehe, wie das Blut aus dem Armstumpf pulsierend herausfließt. Ich löse das Zweidauenkoppel von seiner Uniform und versuche den Arm damit abzubinden. Als ich den Gürtel anziehe, stöhnt er auf und tatsächlich wird der Blutfluss weniger. Im Oberschenkel ist auch ein Loch, blutet nur nicht so stark. Ich denke, er hat auch innere Verletzungen. Er schaut mich weiter an und wird immer blasser. Noch immer kein Sanita. Ich sage zu ihm, er soll durchhalten. Der Arzt kommt gleich. Er hustet und spuckt Blut. Das Auge scheint noch am Sehnerv zu hängen und bewegt sich bei jeder Bewegung leicht hin und her. Er will was sagen, ich beruhige ihn. Es geht zu Ende. Ich nehme seine Hand und halte die fest und versuche ihm somit das Gefühl zu geben, dass er nicht alleine ist. Er röchelt noch Brief, Frieda, Kinder. Mit dem heilen Arm will er was aus der Brusttasche ziehen, ich helfe ihm und hole einen Brief heraus. Langsam erstirbt die Stimme. Ich muss mein Ohr dicht heranbringen, um noch etwas zu verstehen. Schreiben Sie bitte. Meine letzten Gedanken galten nur meiner Familie. Sie sollen mich nicht vergessen. Die Anspannung der Muskeln lösen sich langsam. Die Seele verlässt den Körper. Das Auge blickt nur starr in den Himmel. Der Glanz verschwindet. Er ist gestorben. Ich lasse ihn langsam auf den Boden gleiten und halte den Brief mit den Blutflecken in Händen. Helfer kommen dazu. Der Sani fragt mich noch kurz, was passiert ist und meint, dass er es im SPW acht Mann getroffen hat. Alle tot, verbrannt, zerrissen, erschlagen zerschossen. Fliegerangriff eben. Ich helfe dann noch die Flammen zu löschen und berge die toten Kameraden. Verbranntes Fleisch, ganz furchtbar. Aber hilft nichts, das muss jetzt gemacht werden. Ein Schleppfahrzeug zieht den zerstörten SPW vom Wege runter und wir sind soweit erstmal entlassen. Ich muss mich waschen und trotte zurück zu den Unterkünften. Dann steht ein Infanterieleutnant vor mir und gibt mir zu verstehen, dass er mich sprechen will. Ich nehme Haltung an, er winkt ab. Er war am ersten SPW und wollte nun von mir wissen, was der Sterbende mit mir gesprochen hätte. Die Sanitäter hätten ihm erzählt, ich wäre bei dem Mann gewesen. Die beiden waren wohl nicht nur Kameraden, sondern auch Freunde. Wir gehen ein Stück abseits und setzen uns auf zwei Steine. Er erzählt mir, wer der Tote war. Dass die schon lange zusammen waren. Ein tapferer Mann, ein Haut drauf, ein guter Vorgesetzter, sollte in ein paar Tagen nach Hause, da seine Frau das dritte Kind bekommen hat. Es macht mich traurig, und jetzt wird mir bewusst, dass ich ja möglicherweise auch mein Kind nicht sehen könnte, wenn mir sowas passiert. Ich erzähle von seinen letzten Worten und seinem Wunsch. Der Herr Leutnant fragt mich, ob ich den Brief an die Familie schreiben könnte, so wie er es mir aufgetragen hat. Ja, natürlich mache ich das. Er würde seinem Kompaniechef melden, was passiert ist, und auch er selbst sowie der Chef würden schreiben. Da ich seine letzten Worte hörte, nun denn. Ich verspreche es und der Herr Leutnant fragt nach meinem Namen. Ich nenne diesen und er meint, wenn ich mal was benötige, sollte ich mich bei ihm melden. Ich gebe ihm die Hand drauf und er geht zurück zu seinen Männern. Wieder ein Tag an der Ostfront. Viele gute Männer gestorben und einem wird immer wieder bewusst, jeder Tag kann der letzte sein.